Ja, da sind wir wieder. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Wir haben heute einen schönen sonnigen Abend, wenn ich hier rausschaue. Und ich hoffe, ihr bereut es nicht, bei uns heute im Webinar zu sein. Ich glaube, es wird sehr spannend, aber das Wetter draußen ist sehr, sehr schön, sehr angenehm. Und ja, heute bei uns zu Gast Franz-Georg Benner von dem Feingold Research Team. Begrüße dich ganz herzlich heute, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend in die Runde und freut mich auch, dass ihr alle dabei seid, trotz dieses wunderbaren Wetters. Aber ich glaube, ich habe auch ein paar spannende Sachen dabei. Das glaube ich auch. Und vielleicht zu meiner Person, Markus Landau. Ich bin hier bei der DZ Bank im Derivate Sales Team und übernehme heute Abend, wie gewohnt, die Moderation. Und ja, heute haben wir in den USA keinen Handel, war ja feiertagsbedingt. Und da konnte man natürlich auch nicht wirklich viele Trendsetzungen erwarten von den europäischen Aktienmärkten. Dementsprechend war es relativ ruhig, mal kann man schon sagen. Und momentan ist ja wirklich das Thema Gaslieferungsstopp in aller Munde und es beschäftigt uns ja auch alle. Und ich glaube, da wird der Franz Georg ja sicherlich nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber was mich vielleicht jetzt schon mal interessiert, ich stelle dir einfach nochmal, mach das immer so am Anfang, eine kleine Frage. Wie schätzt du das, du persönlich das Thema ein und was glaubst du, was das vielleicht in deinem Szenario für eine Auswirkung auf die Kapitalmärkte, Aktienmärkte haben wird. Wir sind ja da wie die Schlange, wie der Hase vor der Schlange stehen wir da oder sitzen wir da. Also, was ist denn da deine Meinung? Ja, ich bin ja grundsätzlich optimistisch eigentlich und Optimist auch an der Börse und Sie bekommen ja langfristig auch recht, die Kurse steigen ja und man muss natürlich die Risiken beachten. Es ist natürlich das Thema Gas ganz klar im Vordergrund. Da werden wir dann so ungefähr in 10, 20 Tagen ungefähr wissen, wie ernst es Russland denn tatsächlich auch damit meint. Ist ein großes Thema, muss man auf jeden Fall mit im Hinterkopf haben, aber natürlich nicht nur. Von daher, ich denke mal, es sind durchaus Chancen schon vorhanden jetzt an den Märkten, die kann man auch nutzen, aber man muss ganz einfach auch immer so ein bisschen trennen, was ist eine kurzfristige Chance und was ist eigentlich der übergeordnete Impuls an den Märkten. Und wenn man da so den Blick drauf hat, dann kommt man, finde ich, auch ganz gut durch. Ja, danke für deine erste Einschätzung. Dann, ihr seht es alle, ich habe die Folien auf den Bildschirm gebracht und das Thema heute wieder, the big picture, technische Marktanalyse, strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Und da geht es ja erfahrungsgemäß, ich springe einfach mal auf die Agenda und zeige euch, was euch heute erwartet, was auf dem Programm steht. Geht es ja in der Regel erst einmal um ja, einen allgemeinen Marktausblick und es wird natürlich da auch, wir wollen das mal so ein bisschen uns anschauen. Franz Georg war vor 2 Monaten im Mai, wir haben es festgestellt, schon längere Zeit nicht mehr bei uns und mal gucken, wie die 2 Trades, die er damals vorgestellt hatte, wie die gelaufen sind. Also er scheut sich nicht, es zu zeigen. Das ist gut so, dass man einfach auch mal ein bisschen Gefühl bekommt, wie laufen die Dinge, die Trades. Aber natürlich, die Märkte sind in der Zwischenzeit sehr turbulent gewesen. Und das erste Halbjahr, ich weiß es gar nicht, Franz Georg, war, glaube ich, ich habe es ja gelesen, seit vielen Jahren, seit 10, 15 oder noch länger Jahren eigentlich das schlechteste erste Halbjahr, was man so gesehen hat. Und ja, da stellt sich natürlich auch die Frage dann, du wirst ja auch einiges dazu sagen, wie es turbulent weitergeht, Inflation, Rezession und dann natürlich auch das Thema ja, Gasversorgung, wie kommen wir durch den Winter und beschäftigt uns alle, weil das natürlich auch am eigenen Leibe erfahren. Und deswegen haben wir hier das Thema heute ausgewählt unter Tagespunkt 2, Ausblick zweites Halbjahr. Das erste ist ja jetzt rum, neue Epoche an den Finanzmärkten, Fragezeichen. Wie könnte es weitergehen? Und da bin ich sehr gespannt, was Franz Georg uns heute mitgebracht hat. Natürlich auch wieder 2 Trading-Ideen, die ich gesehen habe im Folienset und Fragen natürlich auch, ich glaube, dann auch gleichzeitig die Aktie des Webinars und Fragen wieder dann in den Chat bitte reinposten. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Ah, sehr schön. Die Frage muss ich gar nicht mehr stellen. Ton ist gut. Das wollte ich eigentlich am Anfang erfragen. Sieht gut aus. Ich springe jetzt einfach nochmal zu den rechtlichen Hinweisen, bevor ich dann an Franz Georg abgebe. Wir haben heute keine Umfrage, also braucht ihr nicht aktiv werden. Ganz kurz, schnell versuche ich auch abzulesen, rechtlichen Hinweise. Also das Webinar richtet sich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland und ist als Werbung zu verstehen. Und ist für ja, kundige Selbstentscheider gemacht, die Erfahrungen, Hebelprodukten und Anlagezertifikaten mitbringen.
Und was wir eben hier besprechen, soll nur zur Demonstration dienen und ersetzt keinerlei Beratung und ist auch nicht als Empfehlung zu verstehen. Aber wir werden es ja dann sehen, wie die Trades gelaufen sind. Und wir haben immer wieder interessante Trading-Setups, die man spielen kann in der einen oder anderen Form. Und Hebelprodukte als letzter Spiegelstrich. Natürlich erhebliche Risiken auch, die sie mit sich bringen. Kennt ihr alle, Verletzungen des Knockout, der Knockout-Schwelle. Und natürlich auch Emittentenausfallrisiko, was ich einfach nochmal erwähnen soll und auch möchte und muss. Ansonsten springe ich gleich zur Agenda und würde an dich übergeben, Franz Georg. Die Stunde ist eh immer knapp bemessen mit dir und gibt viel Input. Viel Spaß euch zusammen und ich lehne mich zurück und eventuell gucke ich mir auf die Fragebox, aber das macht der Franz Georg ja schon mega routiniert. Insofern viel Spaß, gell, und bis später. Genau. So, dann schnappe ich mir schon mal den Bildschirm und die Webcam brauchen wir auch nicht, damit wir uns voll auf die Charts konzentrieren können. Ihr seht hier vor euch, hoffe ich, die Agenda für heute. Und wer schon länger dabei ist, kennt natürlich schon das grobe Muster, das ich hier immer und auch das bewährte Muster, würde ich sagen, was ich hier immer vorstelle. Natürlich der Blick links und rechts, nicht nur auf die Charttechnik, denn wenn man sich umfassend an den Finanzmärkten orientieren will und somit eben auch einen Mehrwert haben möchte, darf natürlich die Konjunktur nicht fehlen, die Geldpolitik, der Anleihemarkt, die Bewertungsperspektive, also was ist fundamental eigentlich gerade los, wie ist die Stimmung? Naja, draußen das Wetter ist bombastisch und die Stimmung auf dem Parkett frostig, so viel kann man schon mal sagen. Dann natürlich, was bedeutet das für die großen Indizes? Wir schauen uns natürlich die Trading-Ideen an, die ich zuletzt noch vorgestellt habe, also von Anfang Mai und natürlich aber auch neue Vorschläge im Gepäck. Neu auch Rohstoff und Devisen und meine eigene Rubrik damit. Und somit haben wir eigentlich ein rundes Paket zu Beginn des zweiten Halbjahres. Und Markus hat schon gesagt, also das erste Halbjahr war ja nun wirklich für die Geschichtsbücher schon gewesen, der Juni mit einem Minus von gut 11% beim DAX, die schlechteste Monatsperformance seit dem Corona-Crash im März 2000. Also das war wirklich deutlich, ging es nochmal nach unten. Im Juni ist er so stark eingebrochen wie nie zuvor übrigens in einem Juni überhaupt. Ihr seht das hier oben in der Grafik schon mal, da habe ich das mal mitgebracht. Das ist die Monatsperformance, ihr seht es. Der letzte stärkere Rückschlag war tatsächlich im März 2020 gewesen, also herb. In Deutschland, natürlich auch in den USA, der S&P 500 vergangenen 6 Monate, also erstes Halbjahr, knapp 21% in den Keller, das schwärzeste Halbjahr seit 1970. Beim Dow waren es nur 15%, dann noch das schlechteste seit 1962. Nasdaq sogar mit einem Rekordminus von knapp 30% und dazu noch der stärkste positive Zinsschritt seitens der Fed in den zurückliegenden 28 Jahren. Das muss man erstmal alles verdauen, wirklich ein großes Paket. Was bedeutet das jetzt? Stürzen wir uns mal rein hier in die konjunkturelle Perspektive. Ihr wisst, da gehe ich relativ schnell eigentlich durch. Dennoch, wir müssen es einfach machen. Mein Lieblingsindikator, ihr kennt ihn schon, den Economic Surprise Index. Also für all diejenigen, die neu dabei sind, nochmal zur groben Orientierung. Dieser Economic Surprise Index mit der roten Linie zeigt mir ganz einfach an, ob die tatsächlich gemeldeten Konjunkturdaten besser oder schlechter als erwartet hereingekommen sind. Waren sie unter den Prognosen gewesen, dann fällt die rote Linie. Steigt die rote Linie, sind sie besser als erwartet hereingekommen. Und das Schöne ist, dieser Indikator verläuft so ein bisschen wie in so einer Sinuskurve. Das heißt, wenn man hier oben angekommen ist, kann man eigentlich schon darauf doch relativ gut wetten. Es kommen jetzt eher mal wieder schlechtere Daten rein als erwartet. Genau das haben wir ja auch gesehen. Im Mai hatte ich gesagt, Obacht, die Konjunkturdaten werden schlechter ausfallen. Genau das ist dann anschließend passiert. Jetzt ist der Economic Surprise Index deutlich nach unten gerauscht. Und hier auf diesem doch klar, nach unten wieder ausgerichteten Niveau kann man doch sagen, die Erwartungen sind relativ tief, großer Pessimismus und die Wahrscheinlichkeit, dass diese tiefen Erwartungen jetzt übertroffen werden, ist sehr deutlich erhöht. Deshalb gehe ich davon aus, dass die jetzt anstehenden Konjunkturdaten in den kommenden, sagen wir mal, 2 bis 4 Wochen wieder besser werden unter dem Strich als eigentlich erwartet und die rote Linie sollte langsam wieder nach oben ziehen. Im Gleichklang übrigens sind auch die Bewertungen für den S&P nach unten gekommen. Das heißt also, wir haben hier endlich mal wieder eine Annäherung zwischen beiden Barometern. Das ist zumindest schon mal ein halbwegs gutes Signal. Gehen wir mal weiter und beleuchten nochmal die Perspektive. Was bedeutet das denn eigentlich, ja, wenn die Konjunktur tatsächlich fallen sollte, beziehungsweise in den Rückwärtsgang sich einlegt? Ist das positiv oder negativ?
Nochmal wichtig zur Information, auch für alle Neulinge, Wirtschaftsdaten sind grundsätzlich immer rückwärtsgerichtet. Es gibt zwar so ein paar Stimmungsindikatoren, die reinkommen und auch Frühindikatoren, aber unter dem Strich betrachtet sind die wichtigen Indikatoren meistens rückwärtsgerichtet. Und diese Auswertung zeigt das nochmal sehr deutlich, dass Aktien im Durchschnitt rund 116 Tage vor der Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreichen. Ihr seht das hier, Days Between. Also hier der Aktienmarkt den Boden ausbildet und das Wirtschaftswachstum den Boden ausbildet. Und der Aktienmarkt dreht ungefähr 116 Tage vor der Konjunktur wieder langsam nach oben. Und wenn man dann hier auch mal auf die Rendite achtet, das heißt also der Aktienmarkt wieder angestiegen ist, bis eben die Konjunkturdaten dann auch tatsächlich mal am Boden ausgebildet haben, dann konnte man in diesem Zwischenzeit schon eine schöne Rendite einfahren, insbesondere dann natürlich auch, wenn das Wirtschaftswachstum tatsächlich wieder angesprungen ist. Und ihr kennt die Kaufmannsweisheit, der Gewinn liegt im Einkauf. Also darauf schon mal achten, die Aktienmärkte werden auch jetzt wieder drehen, bevor die Konjunktur nach oben dreht. Ganz wichtig für all diejenigen, die vor allen Dingen neu an der Börse sind. Ich gucke natürlich auch immer wieder in die Fragenbox rein. Jetzt sehe ich da gerade eine längere Frage, brauche ich mal einen kurzen Moment. Schöne Sache mit den Indikatoren. Ja, natürlich können Aktien auch tiefer fallen, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Zur Branche BASF Covestro, wie werden die sich entwickeln? Naja, es hängt natürlich auch wieder davon ab, wie sich die Konjunktur entwickelt, wie das mit dem Thema Gas weitergeht, das haben wir eben schon mal angesprochen, Zyklik und so weiter, komme ich aber im weiteren Verlauf des Webinars noch darauf zu sprechen, auch wann ich denke, wann ein Tiefpunkt erreicht ist. Bitte einfach noch gedulden, kommt alles, habe ich vorbereitet. Springen wir weiter in den nächsten Themenblock. Ihr merkt schon, ich gehe da wirklich die ersten beiden, nur die Essenzen möchte ich erwähnen. Die Geldpolitik darf natürlich auch nicht fehlen. Wenn wir über die Geldpolitik uns unterhalten, dann natürlich über die Geldpolitik in den USA. Und da sieht es so aus. Ja, erst einmal hier natürlich der wichtigste Treiber hinsichtlich Geldpolitik ist die Inflation letztlich, ja, die Teuerungsrate. Also wie geht es denn eigentlich weiter mit der Inflation? Und darüber Auskunft gibt zum Beispiel die Five-Year-Break-Even-Inflation-Rate. Hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, ist eigentlich ganz einfach, denn sie zeigt letztlich nur eine Beurteilung der Effizienz von inflationsindexierten, also inflationsgeschützten Anleihen gegenüber den ganz normalen traditionellen Schuldverschreibungen. Ja, verdeutlicht somit eigentlich nur die Inflationserwartungen des Marktes, bezogen eben auf die Anleihenlaufzeit. Und ihr seht es hier, und das ist eigentlich letztlich das Entscheidende daran, die Five-Year-Break-Even-Inflation-Rate ist seit einigen Monaten bereits abwärts gerichtet. Das heißt also, der Markt rechnet schon seit einiger Zeit damit, dass die Inflationserwartungen in der Zukunft ganz allmählich fallen werden. Das heißt, wir haben den Zenit der Teuerungsrate nach Meinung des Marktes schon hinter uns gelassen. Auch wenn die zuletzt gemeldeten Daten, gerade zum Beispiel aus der Eurozone, da hatten wir ja so eine Schnellschätzung gehabt, jetzt zuletzt mit 8,6% noch einen Rekordwert erreichte, entscheidend an der Börse. 5 Euro ins Phrasenschwein ist immer, was ist in den nächsten 6 bis 9 Monaten eigentlich angesagt. Und hier zeigt diese Break-Even-Inflation-Rate, aber auch andere Inflationsdaten schon ganz allmählich, dass wir doch in den USA den Zenit hinter uns haben und uns allmählich eher mit einer nicht mehr ganz so hohen Teuerung auseinandersetzen müssen. Liegt ja auch so ein bisschen daran, dass der Basiseffekt, also der Vergleich mit dem Vorjahr, auch einem weiteren Anstieg eigentlich entgegensteht. So, und das bedeutet letztlich, dass wir uns eher mal damit auseinandersetzen könnten, dass die Inflationsrate nicht weiter so stark ansteigen wird. Und das hat man auch in Unterindikatoren. Heute kam auch die Meldung noch dazu, dass US-Präsident Biden vielleicht diese Woche noch eine Entscheidung zur Senkung der chinesischen Zölle ankündigen könnte. Auch das dürfte positiv auf die Inflationsrate wirken, ungefähr vielleicht im Best Case, also im besten Fall 2 Prozentpunkte positiv dazuführen. Und die Inflation also auch auf diese Seite, gerade in den USA, noch ein wenig nach unten führen. Ja, da ist vielleicht der Begriff Slowflation dann auch angebracht. Das heißt also eine Kombination aus einer Wachstumsverlangsamung und einer Inflation. Ist weniger schlimm für eine Aktien als zum Beispiel die Stagflation, vor der wir ja zuletzt noch Angst gehabt haben. Ja, wie geht's weiter also mit der Geldpolitik? Ihr seht hier in den USA, die Inflationserwartungen kommen ein wenig runter und das nimmt auch ein wenig den Druck dann auf die amerikanische Notenbank.
was den weiteren Zinserhöhungspfad angeht. Hier diese violette Linie war vor 2 Wochen der Leitzinspfad in den USA. Jetzt sind wir hier mit der blauen Linie. Ihr seht es schon, ab Anfang 2023 preist der Markt jetzt schon Zinssenkungen ein. Ja, und die Tendenz geht hier eindeutig nach unten. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und hier seht ihr die aktuellen Prognosen, wo wir denn stehen werden. Aktuelle Leitzinsen in den USA bei 1,5 bis 1,75%. Jetzt am 27. Juli kommt dann der nächste Termin mit 85%iger Wahrscheinlichkeit nochmal ein großer Schritt auf 2,25 bis 2,5%. Also nochmal 75 Basispunkte kommen dann dazu. Danach haben wir auch nochmal einen ordentlichen Anstieg wahrscheinlich zu verdauen. 50 Basispunkte, 21.09. und dann läuft es sich langsam aus. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir werden zum Jahresende nicht bei 3,25 bis 3,5% stehen, sondern wesentlich tiefer. Vielleicht so im Bereich 2,5, 2,75%, denn die Konjunktur wird ganz allmählich mittel- bis langfristig eher mal nach unten drehen und das und auch die Inflationsdaten werden langsam sich beruhigen und das gibt der Notenbank dann Spielraum, eben nicht so stark wie im Augenblick vom Markt eigentlich schon eingepreist, eben die Zinsen zu erhöhen, sondern ein gemäßigteres Tempo auf den Weg zu bringen. Das ist meine Erwartung, die ich für das zweite Halbjahr habe, dass also die Zinsen in den USA nicht so stark erhöht werden, wie es im Augenblick der Markt schon einpreist. Wichtig für uns Anleger, gerade am Aktienmarkt, ihr wisst es auch, ein wesentlicher Treiber der Aufwärtsbewegung in den vergangenen Jahren war ja die expansive Geldpolitik, das heißt also die Ausweitung der Notenbankbilanzen hier rund um den Globus. Ihr seht es hier, die Fed mit der roten Linie und genau das wurde jetzt zurückgefahren. Die rote Linie stagniert hier oben, das heißt also die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank, aber zum Beispiel auch der EZB, die wächst nicht mehr, sondern sie schrumpft allmählich. Ja. Sie schöpft Geld von den Märkten ganz allmählich ab, global betrachtet wohlgemerkt, gerade auch in den USA. Und das führt dazu, dass eben, ich sage es mal in Anführungszeichen, weniger Spielgeld auch zur Verfügung steht und somit eben, naja, auch die Aktienmärkte etwas Probleme haben. Wir haben das ja schon häufiger gesehen, wenn die Zentralbankgeldmenge allmählich schrumpft, also hier zum Beispiel eben auch mit der blauen Linie, dann steigt die Volatilität tendenziell am Aktienmarkt. Das hat man hier sehr schön gesehen 2018, aber eben auch schon hier in dieser Stagnationsphase 2014-15. Auch da liefen die Aktienmärkte unter dem Strich eher nur noch seitwärts. Und genau das Gleiche erwarte ich jetzt auch. Sollte die Zentralbankgeldmenge weiter reduziert werden, dürfte eben auch entsprechend hier die Volatilität am Aktienmarkt hoch bleiben. Es ist einfach eine andere Epoche, die wir jetzt an den Aktienmärkten sehen. Das muss man wissen. Ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, streifen wir noch ganz kurz einfach mal den Anleihemarkt. Wie sieht es da aus? Darf man nicht ganz außer Acht lassen. Also hier in den USA der Hochzinsmarkt, also High-Yield-Bereich. Ihr seht es hier, die Zinsen ziehen hier deutlich an. Das heißt also Unternehmen, die nicht ganz so solide finanziell ausgestattet sind, die ja wird schon höhere Zinsen inzwischen verlangt. Tendenz im Augenblick weiter steigend. Also da bitte so ein bisschen ein Auge drauf haben. Kommt es da zu Insolvenzen, können vielleicht Anleihen nicht bedient werden. Zumindest im hochspekulativen Anleihensegment sehen wir eben schon, dass hier doch deutlich höhere Renditen gefordert werden für das steigende Risiko, dass er vielleicht eben aufgrund einer Konjunkturabkühlung eben auch ausgehen könnte. Das heißt also, wir sehen hier schon auf Unternehmensebene entsprechend steigende Renditen, aber auch zum Beispiel auf Staatenebene. In der Eurozone haben wir es ja schon mitbekommen. Ihr seht hier die Renditedifferenz zwischen den 10-jährigen deutschen und den italienischen Anleihen. Der ist mal in der Spitze zuletzt auf 250 Basispunkte gestiegen. Dann kam schon die EZB um die Ecke mit einer Notfallsitzung, hat gesagt, ja, wenn es denn so sein sollte, dann werden wir zur Not eben auch italienische Anleihen verstärkt aufkaufen. Das brachte erstmal etwas Beruhigung ein. Jetzt sind wir hier wieder unter 200 Basispunkte gefallen. Das ist die Achillesferse in Europa, das alte Spiel, ihr kennt es noch aus 2011. Die Europeripherieländer aufgrund der hohen Verschuldung können die keine hohen Zinsen zahlen und da ist natürlich der Markt als erstes aktiv und nimmt die aufs Korn. Aber die EZB wird hier beispringen und sie wird nicht zulassen, dass es wieder eine ähnliche Situation kommen wird wie 2011, sondern sie sorgt hier schon, ich sag mal, ein bisschen sehr, sehr frühzeitig dafür, dass hier sämtlicher Spekulationsdruck, möchte ich es mal nennen, rausgenommen wird. Aber das einfach auch im Hinterkopf behalten. Gerade die EZB ist ja weit hinter der Fed aktiv und wird da auch nichts anbrennen lassen. Ja, die Volatilität am Anleihenmarkt ist der Move-Index für Experten unter euch nach wie vor extrem hoch. Ihr seht es hier also ähnlich hoch wie zum Höhepunkt der Corona-Krise hier im Frühjahr 2020. Also extreme Nervosität am Anleihenmarkt, nach wie vor insbesondere im
sehr spekulativen Segment, High-Yield-Bereich, Volatilität am Aktienmarkt zuletzt etwas rückläufig. Damit kommen wir in den Bereich, könnte es nicht sein, dass Italien und andere Südstaaten aus dem Euro aussteigen müssen? Naja, das ist halt ein Konstruktionsproblem des Euros. Jeder für so ein bisschen hat da seine eigene Meinung. Ich finde auch, man hätte da etwas ruhiger sein können. Dennoch, Italien und die Euro-Peripherie-Staaten sind jetzt mit dabei und die EZB wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese Staaten eben zu schützen. Und sie wird zur Not eben dann auch verstärkt die Anleihen dieser Länder aufkaufen, damit die sich weiter refinanzieren können. Ja, da gibt es überhaupt gar keine Zweifel und jegliche Markttendenzen in diese Richtung wird die EZB auch nach wie vor energisch entgegentreten. Darauf mehr oder weniger kann, würde ich mal sagen, kann man sich verlassen. Ja, gehen wir in die Bewertung rein am Aktienmarkt. Finde ich auch sehr spannend im Augenblick, dass ja meistens die Gewinnschätzungen mit den entsprechenden Kursentwicklungen einherliefen. Kennt man ja hier, ihr seht hier die Gewinnschätzungen für den S&P 500. Die schwarze Linie stieg weiter an zuletzt. Obwohl die Aktienmärkte eigentlich schon nach unten gedreht sind. Und das ist eine relativ bemerkenswerte Entwicklung. Ja, das heißt also, die Analysten sind eigentlich noch nach wie vor sehr optimistisch gestimmt und die Aktienmärkte preisen schon viel früher eigentlich größere Probleme ein. Naja, ist ja letztlich auch klar, ne, sinkende Gewinnerwartungen führen zu einer höheren fundamentalen Bewertung der Aktien, ne, also des KGVs. Allerdings führen auch sinkende Gewinnerwartungen häufig zu fallenden Aktienkursen. Das Niveau muss ja langsam wieder eingependelt werden. Genau das haben wir eigentlich auch zuletzt gesehen. Und diese Diskrepanz, die wir hier sehen, mit steigenden Gewinnschätzungen oder zumindest mal stagnierenden, je nach Datenbasis, und fallenden Aktienkursen, ist zumindest mal doch bemerkenswert, möchte ich mal sagen. Naja, was ist ein Grund dafür? Das könnte so ein bisschen auch mit der Inflation zusammenhängen. Kleines Rechenbeispiel dazu, wenn ich ein Unternehmen habe, das einen Umsatz von 100 Euro erzielt und Kosten hat in Höhe von 40 Euro, dann macht das Unternehmen natürlich einen Gewinn, vereinfacht dargestellt, von 60 Euro. Steigen jetzt aber die Kosten, die Inputkosten um die Hälfte an, also 50%, ja, dann steigen die Kosten von 40 auf 60 Euro. Der Umsatz des Unternehmens wird aber dann von 100 auf 150 Euro steigen, vorausgesetzt die Gewinnmarge bleibt stabil. Und das wird im Augenblick bei vielen Unternehmen eben noch unterstellt. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass der Gewinn des Unternehmens von zuvor 60 Euro auf 90 Euro ansteigt. 150 minus 60 Euro macht dann 90 Euro. Und das ist natürlich dann eigentlich positiv, könnte sich positiv auch auf das KGV auswirken. Die Frage ist nur, wie lange können die Unternehmen die Gewinnmargen stabil halten. Das heißt also, die Kosten weiterreichen in der Kette und letztlich eben dann auch die, ich sag mal, Konsumenten, den Endabnehmer melken. Das ist nur eine relativ kurze Zeit möglich. Danach müssen sie einfach auch die Preise nach unten nehmen. Haben wir jetzt auch schon bei einigen Unternehmen gesehen, dass die beim Preis ein bisschen aufpassen müssen. Die spannende Frage ist also letztlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Bewertung ist deutlich runtergekommen. Ihr seht es hier, der 10-Jahres-Durchschnitt beim S&P 500 wurde inzwischen erreicht, was das KGV angeht. Wir sind sogar günstiger beim S&P 500 als im 10-jährigen Durchschnitt, deutlich günstiger schon als im 5-jährigen Durchschnitt. Die Erwartungen jetzt für die anstehende Berichtssaison, also das zweite Quartal im Augenblick, ein Gewinnanstieg von gut 4%. Und ein Umsatzanstieg von 10%. Das ist die Messlatte, die im Augenblick vorgegeben ist. Bin gespannt, ob das tatsächlich eben dann auch so kommt. Die entscheidende Frage natürlich ist, was ist jetzt schon am Markt eigentlich eingepreist? Kurz zur Orientierung, Szenario eines Slowdown. Das heißt also, wir sehen eine konjunkturelle Abkühlung, aber keine Rezession, also zwei aufeinanderfolgende Quartale mit Rückgängen und einem scharfen Rückgang. Was kann uns da die Statistik eigentlich zuliefern? Eine Rezession, Bärenmärkte am Aktienmarkt, die nicht mit einer Rezession einhergingen. Da war es so, dass die Kurse im Durchschnitt rund 6 Monate gefallen sind und im Mittel rund 30% dann nachgegeben haben. Danach ging es dann auch wieder relativ deutlich nach oben. Wenn man jetzt guckt, die US-Aktien haben ausgehend vom Hoch schon rund 24% verloren. Das heißt also, rund 6 Prozentpunkte würden noch fehlen. Aber das sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Wenn man dann das Ganze aber mit einer Rezession unterstellen würde, also ein scharfer, wirklich kräftiger, weltweiter Abkühlung der Wirtschaft, dann haben wir eigentlich es mit einem Bärenmarkt zu tun, der im Mittel 20 Monate andauert, also nicht wie vorher 6 Monate, sondern 20 Monate.
Und die Aktien fallen dann nicht wie bei einer milden Entwicklung nur um rund 28, 30%, sondern um 38%. Das würde bedeuten, dass wir nochmal deutlicher nach unten müssten. Und auch bei der Bewertungsperspektive ist es ähnlich. Jetzt ist schon eingepreist ein Rückgang der Gewinne von rund 5%. Ihr seht es hier, 5% Cut to Earnings. Das ist jetzt eingepreist. Und da wäre sogar schon ein bisschen Aufwärtspotenzial. Aber eine typische Rezession, da müssten die Gewinne um rund 20% nach unten gestrichen werden. Das würde uns dann zu einem Multiple, also KGV ungefähr in Rezession von 12,5 führen. Im Augenblick sind wir noch darüber. Das heißt also, der Aktienmarkt müsste noch etwas korrigieren, damit wir eben dann auch hier tatsächlich noch in eine typische Rezession reinfallen oder nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass wir in eine scharfe Rezession abgleiten. Das ist letztlich auch der springende Punkt, dass wenn wir eine Rezession sehen, wie scharf ist denn die eigentlich? Die kann auch mal 1 oder 2% nur sein, also Wirtschaftsschrumpfung, muss aber nicht den Umfang annehmen, wie zum Beispiel 2008 oder beim Corona-Crash von rund 11, 12%. Ja, das kann auch alles viel milder ausfallen. Also nicht mehr so schwarz-weiß denken, sondern eben auch die Grauschattierungen an der Börse mal mit berücksichtigen. Gleichwohl, ihr seht es hier schon, selbst wenn man verschiedene Bewertungsparameter annimmt, also ein KGV, KCV, also Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis, da sind wir sowohl beim S&P 500 wie auch beim DAX hier mit der blauen Linie inzwischen im Normalbereich angekommen. Und das ist doch eigentlich, finde ich, eine gute Nachricht, denn wir waren in den vergangenen Monaten und Jahren immer extrem teuer gewesen. Die Bewertung war immer ein Kritikpunkt. Jetzt sind wir wieder im Normalbereich allmählich angekommen. Das ist doch eigentlich eine ziemlich konstruktive Ausgangslage. Das heißt nicht, dass wir jetzt schon am Tief angekommen sind. Ja, es kann noch weiter runtergehen. Aber die Bewertung ist jetzt schon attraktiver als 2020 oder 2021. Und bevor jetzt wieder die Frage kommt, ja, wie weit können denn die Aktienmärkte noch fallen? Das kann niemand vorhersagen. Aber was man sagen kann beim DAX, und das beobachte ich, seitdem ich an der Börse aktiv bin, das war mit 17 gewesen, also vor vielen, vielen Jahren, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis beim DAX von 1, also immer wenn der DAX auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1 gefallen ist, hier diese grüne Linie, dann war der Boden drin gewesen. Ihr seht es hier. Ja, die Grafik ist leider etwas älter, ich habe keine aktuelle gefunden, ist aber auch unerheblich. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis vom DAX ist im Augenblick so ungefähr bei 9.500 bis 10.000 Punkten. Ja, da wäre wieder KBV 1 und sollte der DAX tatsächlich bis dahin fallen, was ich nicht erwarte, dann bin ich mir relativ sicher, dass wieder beim KBV von 1 der Markt gekauft wird und es sich hier um eine langfristig sehr gute Kaufgelegenheit handelt. Genau, ist eine Depression ausgeschlossen. Genau, das wäre so ein Szenario für eine Depression. Also wenn man wirklich Permabär ist und den Markt ganz negativ sieht, DAX KBV 1 hat seit 2000 eigentlich immer gehalten. Und wie gesagt, das ist so ungefähr im Bereich von 9.500 bis 10.000 Punkten im Augenblick zu verorten. Sentiment, wie sieht es aus bei der Stimmungslage? Ja, gehen wir mal rüber. Ich habe hier wie immer die entsprechenden Stimmungsdaten mitgebracht. Können wir schnell drüber gehen, wenig überraschend. Die nordamerikanischen Fondsmanager hier oben in der roten Umfrage, ihr seht es hier im Augenblick, Pessimismus, also eher unten angekommen. Die amerikanischen Kleinanleger, wie viele Bullen gibt es noch? Naja, von 100 Bullen sind 23 noch auf Sicht der nächsten 6 Monate, Entschuldigung, andersrum. Von 100 Kleinanlegern in den USA erwarten 23 im Augenblick noch einen steigenden S&P 500 auf Sicht von 6 Monaten. Also auch das ausgeprägter Pessimismus. Insgesamt die Stimmungslage in den USA, ich glaube, so ungefähr auf einem 13-Jahrestief, je nachdem, wie viele reine Sentimentindikatoren man mit dazu zählen möchte. Aber auf jeden Fall ausgeprägter Pessimismus, den wir im Augenblick haben. Absicherungen werden derzeit auch hochgefahren. Ihr seht es hier, das Put-Call-Ratio zieht weiter an auf den amerikanischen Aktienmarkt. Und immer wenn das Put-Call-Ratio in der Vergangenheit angezogen ist, ihr seht es hier, kam es zu einer breiten Konsolidierung am Aktienmarkt. Ja, das ist immer das gleiche Muster. Genau das sehen wir jetzt auch wieder. Put-Call-Ratios ziehen an Aktienmärkte in der Konsolidierung. Stimmung unten, genau, Entschuldigung, habe ich vergessen zu erwähnen, richtiger, guter Hinweis, richtig. Stimmungsindikatoren sind am Boden und wenn man jetzt auf reine Sentimentindikatoren gehen würde, bedeutet das, weil es Kontraindikatoren sind, ja, jetzt eher einsteigen, denn die Stimmung ist schlecht, jetzt ist keine Euphorie vorhanden, die Aktienquote müsste eher mal gering sein und deshalb eben, wer nur nach Stimmungsindikatoren handelt, müsste jetzt eigentlich Positionen aufbauen. Absicherungen werden aber nach wie vor hochgefahren. Auch das deutet darauf hin, anhaltendes Konsolidierungsmuster zumindest mal jetzt noch zu erwarten.
Gehen wir noch mal kurz einmal weiter in der Stimmungsindikatoren. Auch hier Fondsmanager bzw. Profi-Fondsmanager-Umfrage. Wie sind Sie im Augenblick erwartet mit der Positionierung? Ihr seht es hier auch, extremer Pessimismus. Auch das für uns Kleinanleger eigentlich super, denn wenn so schlechte Stimmung ist, sind das eigentlich gute Kaufgelegenheiten. Kommt natürlich die Frage auf, haben denn überhaupt schon die amerikanischen Kleinanleger sich von Positionen getrennt? Nein, das ist eher bisher human gewesen, die Rückflüsse am Aktienmarkt. Wir hatten eine hohe Aktienquote von 70%. Die ist jetzt ungefähr bei 67-68%. Naja, in was will ich denn auch eigentlich investieren? Cash, da verliere ich unter Umständen 7-8% bei der Inflation. Es gibt keine Alternativen. Das hält im Augenblick eben noch hier die Aktienallokation oder die Aktienquote in den Depots relativ hoch. Das ist so ein bisschen, naja, nicht ganz so schön, passt noch nicht so ganz hier zu dem negativen Pessimismus, aber naja, wann kommen schon alle Indikatoren an der Börse mal zusammen? Dennoch grundsätzlich Sentiment, eigentlich grüne Ampel, sollte es jetzt kurzfristig zu einer Erholung kommen. Markttechnik, wie sieht es da aus? Ich hatte schon gesagt, denkbar schlecht nach den ersten 6 Monaten. 94 sehe ich auch so. Was wäre das für ein Wert, bei dem der DAX an der Börse angezeigt wird, beim KWV? Naja, also wenn der DAX bei rund 9.500 bis 10.000 Punkten steht, dann ist das gleichbedeutend mit einem Kursbuchwertverhältnis von 1. Das war noch gerade die Frage gewesen. Also da sollte der DAX dann eigentlich wieder drehen. Ja, gut, dann darauf komme ich gleich noch zu sprechen mit den Indikatoren. Kommen wir hier mal kurzer Rückblick, wirklich ganz kurz. Ihr seht es hier, Nasdaq 100, Russell 2000, schlechtester Jahresstart ever, haben wir alles durch. Für die Experten unter euch hier unten noch die einzelnen Branchen mit zusammengefasst. Also wirklich denkbar schlecht, was wir hier gesehen haben. Das Weltaktienklima, einer meiner Lieblingsübersichten. Ja, links mit den Spalten brauchen wir uns eigentlich nicht auseinandersetzen. Ihr seht es hier, kein relevanter Index eigentlich weltweit ist in der Pluszone. Großbritannien hält sich sehr gut, Bovespa, natürlich Rohstoffe und so weiter. Das sind eigentlich Rohstoffindizes, die hier oben zu finden sind. Und der Shanghai Composite, auch nicht schlecht. China-Aktien, hohe relative Stärke. Ihr habt es gesehen vielleicht. Wir haben zuletzt in den vergangenen Tagen starke Handels- und Produktionsberichte aus China gesehen. Also die chinesischen PMIs haben zum Teil sogar auf der Oberseite überrascht. Also die ganzen Einkaufsmanager-Daten, Dienstleistungssektor könnte jetzt auch, ich glaube, morgen kommt der raus, mit guten Daten. Also die Erholungsdynamik in der Wirtschaft in China dürfte anhalten. Analystenschätzungen im Augenblick von JP Morgan, glaube ich, war es gewesen, im dritten Quartal, sollte sich fortsetzen. BIP-Anstieg von 7,5%. Also da ist einiges, was im Augenblick ganz gut läuft. Ihr seht es hier auch, ist der einzige Index, den ich beobachte im Augenblick, der Shanghai Composite, also China-Aktien, der den Monatsdurchschnitt zurückerobert hat. Wie ist die markttechnische Ausgangslage im Vergleich von Anfang Mai? Ihr seht es hier, da hatten wir eine Quote von ja, auch eigentlich alle Aktien, die unter ihrer 200-Tage-Linie liefen. Das ist auch jetzt noch der Fall. Fast alle Indizes handeln unter ihrem Monatsdurchschnitt. Auch das ist jetzt noch der Fall. Aber ihr wisst es ja, das ist eine Extremausprägung auf der Unterseite. Deshalb gehe ich davon aus, aufgrund dieser Markttechnik, die jetzt stark überverkauft ist, kurzfristige Bounce, das heißt Erholungsbewegung, sodass die Quote hier wieder steigt, die Rückeroberung des Monatsdurchschnitts vielleicht gelingt bei einigen Indizes, langfristig, mittel- bis langfristig Tendenz, aber nach wie vor abwärts gerichtet. Ja, das heißt nichts anderes, als dass wir wahrscheinlich in den kommenden Monaten uns wieder mit fallenden Kursen auseinandersetzen müssen. Das nochmal die Übersicht hier, DAX-Korrekturen, könnt ihr euch einen Screenshot noch schnell von machen. Es gibt so ein paar positive Ausnahmen, wenn das erste Halbjahr schlecht gewesen ist, wie 2016 oder 2020 zum Beispiel, war das zweite Halbjahr durchaus auch positiv. Ja, also da gibt es immer noch Optimismus, Grund zu Optimismus, sieht man auch hier in den USA, wenn man sich das mal anschaut. Ne? Wenn das erste Halbjahr hier mit den roten Linien so negativ gewesen ist, mit mehr als 20% im ersten Halbjahr, dann waren zumindest mal 1932, 62 und 70, aber auch 40 und 39 ein sehr starkes, zum Teil positives zweites Halbjahr. Schaut man dann allerdings noch schwächere Rückschläge im ersten Halbjahr zurück, dann haben wir hier doch eher ein durchwachseneres Bild. Ich habe mich durch einige Statistiken gequält, muss ich sagen. Die Tendenz ist eher dahingehend, wenn
So ein rollierender Zeitraum über 6 Monate, klar Negatives an den Aktienmärkten, dann haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für zumindest mal durchwachsende schlechtere folgende 6 Monate. Also es bedeutet nicht, dass ein starker Absturz über 6 Monate zwangsläufig zu einer starken Erholung führen muss. Wow, kommen wieder viele Fragen rein. Ja, FTSE, gute Erklärung, aber warum das starke Abschneiden des FTSEs liegt ganz einfach daran, dass da stark Ölwerte enthalten sind, also Unternehmen aus dem Energiebereich. Und das sieht man eben zum Beispiel auch am Bovespa, da haben wir ja auch viele Rohstoffunternehmen. Je mehr ein Index mit Rohstoffwerten enthält, desto stärker ist die Outperformance gegenüber dem Marktdurchschnitt. Also rohstofflastige Indizes haben sich in diesem Jahr bisher besser geschlagen. Darunter leidet natürlich auch der DAX, deshalb der FTSE so stark im Vergleich noch zu anderen Indizes oder auch der Eurostoxx stärker als der DAX. Tina Anhal, there is no alternative, ist ein Argument, muss man aber so ein bisschen abwägen natürlich. Zinsen sind jetzt zum Teil auch wieder angestiegen, also der Tina Trade ist zumindest mal ja, auf Sicht der nächsten Wochen, denke ich mal, kein Thema. Alles über Augen auf, Selektion, Perlen zum Einstieg. Genau, alles ist rot. Genau, ist auch so ein Kontraindikator übrigens. Ne? Wenn diese Liste, die ich hier gezeigt habe, sehr rot ist, auch eher mal ganz gut. Genau, auf Ideen komme ich gleich zu sprechen. Nochmal kurz hier zur Saisonalität. Ihr seht es, wir haben in den USA ein Zwischenwahljahr und Zwischenwahljahre sind dadurch gekennzeichnet, dass die Aktienmärkte Ende Juni ein Tief ausbilden. Also das, was wir sehen, und diese Grafik hier habe ich euch schon mehrfach gezeigt, wir halten uns nach wie vor an unser Drehbuch mit einem Tief Ende Juni. Genau das haben die Märkte auch gezeigt. Setze ich dieses Drehbuch fort, bedeutet das leichte Erholung im Juli und ab Mitte August tendenziell wieder aufkommende Schwäche mit einem möglichen Tief, tieferes Tief oder Test des bisherigen Tiefs im September und dann einer starken Erholung im Oktober, November, Dezember. Das ist nach wie vor der Drehplan oder den Fahrplan, den ich verfolge an den Aktienmärkten. Und ich glaube, wir sind bisher relativ gut damit gefahren. Das könnte auch noch so anhalten. Ja, hier nochmal die längerfristige Aussicht auf Sicht der nächsten Quartale. Da steht uns dann eigentlich zumindest mal Q1, Q2 2023 auch wieder Gewinne ins Haus. Aber da müssen wir mal schauen, was dann tatsächlich der Fall ist. So, das war's gewesen. Jetzt steigen wir auch mal ein in die typischen Charts. Nochmal eine Sache, weil ich da so viele Rückfragen auch zu erhalten habe. Offenbar zeigen das andere nicht. Das Sektorrotationsmodell. Das zeigt ja grundsätzlich eben, welche Branche ist im Augenblick eigentlich gefragt und welche zeigt Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt. Und auf Basis des Sektorrotationsmodells kann man wiederum ableiten, wo wir uns augenblicklich in der Konjunkturphase befinden und in welcher Marktphase wir uns befinden. Ihr seht es hier, die Marktphase ist die orangefarbene Linie, die Konjunkturphase ist die blaue Linie. Da sieht man auch sehr schön, der Markt läuft der Konjunktur runde 6 bis 9 Monate voraus. Jetzt kann man hier eben schauen, welche Branchen haben sich sehr gut entwickelt. Ich fasse es nur mal kurz zusammen. Ihr seht es hier auf Sicht der vergangenen rund 2 Monate, also Healthcare, der Gesundheitsbereich, der defensiven Konsumgüterbereich, also Coca-Cola meinetwegen, und auch hier die Versorger, Utilities, haben sich relativ gut entwickelt. Wenn wir das jetzt hier abtragen, Utilities, die Versorger, die defensiven Konsumgüter, der Healthcare-Bereich, das waren die Sektoren mit relativer Stärke gewesen. Also befinden wir uns hier so ein bisschen Full Recovery, beziehungsweise das Markttop liegt hinter uns und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es noch weiter nach unten geht mit diesem Bärenmarkt. Das kann man übrigens noch weiter runterdröseln, wenn man sich hier unten diese Unterkonjunkturindikatoren anschaut. Das habe ich auch mal gemacht. Hier in dieser Übersicht findet man das dann sehr schön. Also die Konsumneigung in den USA, ihr seht es hier deutlich nach unten. Die Zinsspanne der 10-Jährigen minus den 2-Jährigen ist plus minus null im Augenblick. Wir sehen bei den 5-Jährigen ein Hoch hinter uns liegen, wenn man das hier unten ein bisschen abträgt. Interest Rates, Peaking haben wir gesehen. Industrieproduktion ist noch an der Spitze, fällt noch nicht, aber Consumer Expectations falling sharply. Jawohl, können wir einen Haken hintermachen. Yield Curve ist flat inverted, also Early Recession wird am Markt jetzt schon gespielt. Somit kann uns der Markt eigentlich schon ganz klar sagen, in welcher Phase befinden wir uns im Augenblick. Ich hoffe, das ist so ein bisschen rübergekommen. Wie gesagt, es gab hier viele Fragen auch noch zu dieser Grafik, die wollte ich jetzt nochmal zeigen. Also wir sind nach wie vor hier bestätigt in dieser Abschwungphase. Ja, gibt es keine Diskussion zu. So, jetzt wollen wir aber mal in die Charts reingehen. Schon wieder viel zu spät.
Gehen hier rein in den S&P 500. Schauen wir uns an. So, jetzt haben wir S&P 500. Das ist im Augenblick die Ausgangslage beim S&P 500. Hier oben muss ich den Wochenchart rein machen, sonst stimmt es nicht so richtig mit der 200-Tage-Linie. So, das ist die Ausgangslage im Augenblick, die wir an den Märkten vorfinden. Der S&P 500 nach wie vor in einer Abwärtsbewegung gefangen. Ja, ihr seht es hier, Serie fallender Hoch- und Tiefpunkte. 200-Tage-Linie seit Mitte April unterschritten. Tendenz der 200-Tage-Linie fallend. Daraus können wir ableiten, übergeordneter Trend negativ. Wollen wir nichts drüber diskutieren. Übergeordneter Trend negativ bedeutet, Erholungen werden immer Positionsabbau genutzt. Wenn man auf steigende Kurse setzt, bitte nur kurzfristig darauf handeln, denn wir haben Gegenwind von der übergeordneten Perspektive. Das sagt im Augenblick die Markttechnik. Bedeutet natürlich auch, ne, es kann immer wieder zu Gegenbewegungen kommen, die können ganz interessant sein. Ich habe es ja gesagt, der Ende Juni ist häufig mal ein Tief an den Aktienmärkten. Was ist ein mögliches Ziel? Das kann man hier aus dieser Kurslücke ableiten beim S&P 500. Die verläuft bei ungefähr 3.970 bis ungefähr 4.020 Punkten. Ihr wisst es, Aktienindizes neigen dazu, gerade in den USA und auch der DAX, dass Kurslücken geschlossen werden. Deshalb ist das mein Ziel im Rahmen einer Juli-Erholung. Das wäre ausgehend vom aktuellen Niveau beim S&P 500 ungefähr 4 bis 5,5, 6% auf der Oberseite. Also so knapp über die 4.000 kann ich mir den S&P 500 vorstellen. Spätestens in dieser Zone hier dürfte der Druck wieder zunehmen. Also hier im Bereich der Mai-Hochs, im Bereich 4.100 maximal ist dann Schluss. Und dann kommen wir wieder so in den August hinein, wo wir uns wahrscheinlich wieder nach unten orientieren müssten. Stand jetzt natürlich, ja, Stand jetzt auf Basis der Konjunkturdaten. Dann kommt auch die Berichtssaison ab der zweiten Juli-Hälfte, die sicherlich auch so ein bisschen zu Gewinnmitnahmen verleiten könnte. Also S&P 500, leichte Erholung in der ersten Juli-Hälfte bis ungefähr 4.000, 4.100, danach wieder langsam nach unten. So, dann Nasdaq 100, NDX. Gleiches Spiel. Ihr seht es hier unten, die Kurslücke, die hier gerissen wurde. Auf der Unterseite haben wir zweimal jetzt sehr schön geschlossen. Ja, also wieder wunderbar. Hier ist keine offene Kurslücke mehr auf der Unterseite. Das ist positiv. Saisonalität ist positiv. Sentiment ist Kontraindikator positiv. Übergeordneter Trend negativ. Bedeutet auch hier eine Erholungsphase. Ich könnte mir den NDX, also den Nasdaq 100 vorstellen, im Bereich 12.100 bis ungefähr 12.280 Punkten. Also hier bis zu dieser Kurslücke, maximales Kursziel für den Nasdaq 100 Index, hier ungefähr dieser Bereich, bedeutet Ablaufmuster Erholung ungefähr von rund 5,5 bis ungefähr 10%. Also seht es mir bitte nach, aber in diesen volatilen Märkten kann man es wirklich nicht genau benennen. Ich versuche, so genau wie möglich zu sein. 12.230 meinetwegen bis ungefähr 12.700 Punkte auf der Oberseite. Und danach tendenziell eher mal wieder eine korrektive Bewegung. Das war jetzt die falsche Linie gewesen. Nach unten, also hier abprallen und dann eher mal Tendenz mit dem nächsten Rücksetzer dann ab der zweiten Juli-Hälfte vielleicht. Und die uns dann vielleicht nochmal auf neue Tiefs führen könnte, so im August, September ungefähr. Ja, und wir uns dann nochmal nach unten orientieren müssen. Kursziele, dann muss man da ganz einfach schauen. Kann man jetzt noch nicht eindeutig vorhersagen. Aber übergeordneter Trend bleibt negativ. Ihr seht es hier, Tendenz genauso fallend. Ausbruch aus diesem Abwärtstrend sehe ich im Augenblick nicht. Was bedeutet das für den DAX? Da kommt auch schon die Frage rein. Und das ist natürlich auch die spannende Frage. Ich möchte euch nochmal kurz ein bisschen sensibilisieren, wie Bärenmärkte ablaufen können. Nur nochmal für den Hinterkopf vor allen Dingen auch. Wir schauen mal ganz kurz noch auf die Entwicklung 2008, 2009. Ja, auch da haben wir solche Phasen gehabt. 20% runter, 17% nach oben, 16% nach unten, 10% nach oben. 40% nach unten, 30% nach oben. Ja. Also selbst wenn der Markt mal 10, 15, 20% nach oben läuft, ihr seht es hier, immer unter der fallenden 200-Tage-Linie geblieben. Ganz einfach letztlich. Ja. 200-Tage-Linie war fallend gewesen, Markt ging weiter runter. Wann endete das ganze Desaster? No. Mit der Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Ich weiß, die 200-Tage-Linie, da gähnen viele, aber sie funktioniert. Und ich finde, es waren viele, wären viele glücklich gewesen, wenn sie den DAX bei 5.000 gekauft hätten, Anfang 2009.
Da erfolgt die Rückeroberung der 200-Tage-Linie, mehrfache Bestätigung, eigentlich eine relativ einfache Kiste. So, gucken wir uns jetzt die aktuelle Ausgangslage an. Was finde ich gut? Gilt gleich übrigens von der Sentiment-Achse und von der Markttechnik her über verkauft. Gleiche Geschichte. Wir sehen auch hier letztlich einige offene Kurslücken. Auf der Unterseite leider noch eine nicht geschlossene Kurslücke. Das fand ich schade, dass die hier nicht geclosed wurde im März. Im Bereich 12.300, 12.350 bedeutet, fällt der DAX auf Jahrestief, wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Lücke hier noch schließen. Also bei 12.300 lege ich mich auf die Lauer. Es kann aber auch schon sein, dass wir hier diese zahlreichen Lücken auf der Oberseite vielleicht noch füllen. Also erstes Ziel 13.100, 13.200, dann kommt hier schon die 200-Tage-Linie. Ihr seht es hier, hier kommt schon das erste Ziel einer möglichen Juli-Erholungsbewegung. Ich zeichne das mal so ein bisschen ein. Das wäre so 13.300 bis 13.400 Punkte. Sollten wir noch darüber steigen, Wahrscheinlichkeit, schwierig, 40-50% vielleicht. Dann Ziel maximal schon 13.600 bis 13.750. Da muss aber auch schon alles mitspielen. Also EZB, Ukraine-Krieg mit der Gasgeschichte. Denn ihr wisst es ja, das zentrale Problem der deutschen Wirtschaft bleibt die künftige Öl- und Gasversorgung. Und am kommenden Montag, dann beginnt ja diese 10-tägigen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1. Und sollte der Gashahn dann nach diesen 10 Tagen weiter zu bleiben, dann wären die Folgen natürlich für Herbst und Winter für Deutschland, für die Industrie sehr, sehr negativ. Das darf nicht passieren, ganz klar. Ansonsten sind diese positiven Szenarien alle hinfällig, ja, braucht man gar nicht diskutieren. Ich bin noch optimistisch, dass Russland diesen Schritt nicht gehen wird und noch weiter Gas liefern wird. Deshalb dann Erholungsbewegung, aber es könnte sukzessive dann wieder runtergehen aufgrund vielfältiger Faktoren. Ihr seht, fallende 200-Tage-Linie, Tendenz eher abwärts gerichtet. Also kurzfristig mal ein bisschen nach oben, langfristig eher mal noch, dass wir hier diese 12.000er-Region, 12.203er-Region vielleicht mal anlaufen werden. Wie kann man das Ganze irgendwie nutzen für eine mögliche Trading-Idee, die ich mitgebracht habe? Da ist die Folie. DAX Discount Option Schein Long habe ich herausgesucht. Vorteile erläutere ich euch gleich noch. Gucken wir mal eben hier auf die Seite von der DZ Bank. Discount Option Schein Long. Merken, Basispreis 11.000, Cap 11.500. Hebel ist hier nicht so relevant. Maximale Auszahlung 5 Euro. Wer schnell rechnen kann, hier 4 Euro kostet der Schein im Augenblick. Bedeutet, gute 23% sind im Augenblick möglich oder per anno umgerechnet 55% bei einer Laufzeit bis kurz vor Weihnachten. Wichtig ist, der DAX muss kurz vor Weihnachten nur über 11.500 Punkten stehen. Dann kommt es zur Maximalauszahlung von den 5 Euro. Wenn er zwischenzeitlich, kann er meinetwegen auf 9.000 Punkte rauschen, auf 8.000, alles kein Problem. Das ist dieser Vorteil eben von Discount-Optionsscheinen. Die haben keine Knockout-Barriere, die vorzeitig dann eben getriggert wird, sondern da zählt es dann einfach zum Laufzeitende. Steht der DAX dann über 11.500 an Weihnachten, gibt es die 5 Euro. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist eigentlich, würde ich mal sagen, relativ hoch. Dann schaut euch mal hier das Kursbild an. 11.500 lässt noch eine Menge Platz. Da ist die 11.500er-Marke. Also unter der Voraussetzung, dass wir keine weltweite Rezession sehen, eine scharfe, meinetwegen mit Schrumpfung von 5, 6, 7%, dann ist das eigentlich jetzt eine ganz smarte Geschichte. Und da stellt man noch, dass der DAX eine Erholung zeigt. Dann hat man vielleicht auch schon Spaß in den nächsten 2 bis 3 Wochen an diesem DAX Discount Option Shandong. WKN ist DV93KB. Und ich gehe auch mal davon aus, dass der DAX zum Weihnachtstag oberhalb von 11.500 abgerechnet wird, auch schon, weil die Saisonalität im 4. Quartal für gewöhnlich sehr, sehr stark ist und der Markt auch ein bisschen überverkauft ist. Das mal dazu. Wie gesagt, der Markt kann sogar noch weiter fallen, ohne dass diese Maximalauszahlung letztlich gefährdet ist. Gehen wir einen Schritt weiter und zur Aktie. Zur Produktidee auf Einzelaktieebene. Auch da wollen wir natürlich einen Blick drauf werfen. Da gehe ich mal eben in den MDAX rein, was ich da mitgebracht habe. Mag den einen oder anderen überraschen, ist eigentlich gar nicht mal so ein spannender Wert, aber die Konstellation finde ich interessant. Also ihr seht es, das ist hier der Kursverlauf von Hugo Boss. Ja, Hugo Boss, eigentlich eine ganz spannende Aktie. Ich kann hier mal ganz grob so ein paar Unterstützungen einzeichnen, zur groben Orientierung zumindest. Ihr seht es auf der Oberseite, auf der Unterseite relativ enge Range. Da gibt es auch einen Grund für. Wenn man jetzt mal schaut, seit Jahresbeginn die Aktie nur 5% gefallen.
Also wirklich eine enorme relative Stärke. Während der Gesamtmarkt in den Keller gerauscht ist, ist die Hugo Boss Aktie seitwärts gelaufen. Mag eigentlich überraschen, ne? Denn in einem inflationären Umfeld, nachlassende Kauflaune der Verbraucher, ist eigentlich auch negativ für die Konsumwerte. Aber naja, Hugo Boss eher mal im Premium-Segment unterwegs, und das Premium-Segment leidet natürlich etwas weniger unter einer hohen Inflationsrate. Die gemeldeten Daten des Unternehmens für das abgelaufene Quartal waren sehr konstruktiv gewesen. Deshalb bestätigte Hugo Boss auch die Jahresziele genannt worden. Der springende Punkt ist aber, dass der britische Investor Mike Ashley über seine Sportartikelhändler Fraser Group inzwischen einen Anteil an Hugo Boss von rund 31% hält. 5% direkt in Stimmrechten. 26% über dahinterstehende Derivate mit einem Marktvolumen von rund 850 Millionen Euro. Das zeigt, dass eigentlich Ashley nicht unbedingt ein Interesse daran hat, mögliche Prämien aus Derivaten einzunehmen, sondern eben hier über vielleicht eine Übernahmespekulation eben läuft. Und genau das hält die Aktie auch auf diesem erhöhten Niveau. Ist auch schon seit einiger Zeit eigentlich ein Übernahmekandidat Hugo Boss, denn sie ist auf Basis der Bewertung im historischen Vergleich relativ günstig. Da habe ich mir gedacht, man muss ja jetzt nicht grundlos rumzocken in diesen sehr volatilen Marktphasen, die wahrscheinlich auch noch anhalten werden. Warum nicht mal hier drauf auch einen Discount-Option Shine Long vorstellen? Und da gibt es ein entsprechendes passendes Papier. Ihr seht hier diese Unterstützungszone, die ich mal reingezogen habe, bei rund 47,50 €. Da hat die Aktie eigentlich immer gedreht, abgesehen hier von diesem Absturz hier aufgrund des Ukraine-Kriegs. Danach hat die Zone aber immer gehalten. Gehen wir mal davon aus, dass diese Zone weiterhin hält, vielleicht sogar auch eine Übernahmeofferte bekannt gegeben wird, dann springt die sowieso schon, denke ich mal, nach oben, je nachdem, welcher Preis genannt wird. Das heißt also, wir haben hier Unterstützung von fundamentaler Seite und noch diese Sonderstory dazu, was mich dazu bewogen hat, einen Hugo Boss Discount-Optionsschein Long vorzustellen mit der WKN DW1S6T, Basispreis 40, Cap 47,50. Also Maximalauszahlung in dem Fall 75 Cent. Das Ganze gibt es auch noch mal schöner hier auf der Seite der DZ Bank. Und da ist auch eine nette Rendite drauf bis Mitte März 23. Ungefähr 20% oder 27% per anno, wenn die Aktie von Hugo Boss über dem Cap von 47,50 € bleibt. Wie gesagt, beide Faktoren berücksichtigen. Bisher relativ robuste Zahlen, die mal reingekommen sind, plus diese Übernahmegeschichte. Die Aktie muss nur über diesem Bereich hier an der Abrechnung notieren, dann kommt es eben zur Auszahlung des Maximalbetrags von 75 Cent. Jetzt gehe ich mal eben hier rein. Kann man zum Beispiel auch ein DAX Cap Call, also ein Discount-Optionsschein Long 10.000er Cap kaufen? Natürlich. Dann kann er noch weiter runtergehen. Dann geht natürlich auch die Rendite ein bisschen weiter runter, weil man natürlich einen größeren Puffer sich einräumt. Diesen Optionsschein kann man nicht vorzeitig verkaufen. Selbstverständlich kann man den Optionsschein jederzeit verkaufen. Ja, die DZ Bank stellt fortlaufend Geldbriefkurse rein. Das heißt also, ihr könnt den Optionsschein meinetwegen morgen um 10 Uhr kaufen und um 10 Uhr 1 wieder verkaufen. Gar kein Problem. Man muss den nicht bis zum Laufzeitende halten. Und je näher das Laufzeitende rückt, desto mehr sammelt sich natürlich entsprechend der Wert an. Und wenn es in die richtige Richtung sich der Basiswert entwickelt, also in dem Fall der DAX oder die Hugo Boss Aktie, desto mehr sammelt letztlich der Discount-Optionsschein eben dann auch schon an Wert. Das heißt, es reicht schon alleine Seitwärtsbewegung. Das finde ich das Schöne daran. Ich muss nicht nur auf steigende oder fallende Kurse setzen, sondern ich profitiere bei zwei von drei Richtungen. Ja. Entweder wenn der Kurs steigt oder wenn er seitwärts läuft oder in dem Fall sogar schon leicht fällt, auch dann habe ich immer noch die Chance auf Auszahlung des Maximalbetrags. Und ich habe, wie gesagt, kein K.O.-Risiko während der Laufzeit, anders als beim Turbo. Franz Georg, ganz kurz, Jo. kannst du mir nochmal die WKN kurz zurufen, dann haue ich die nochmal in den Chat kurz rein. Da war dann nochmal nachgefragt worden eben. Genau, auf den DAX war das die DV93 Machen wir KB. auf Hugo Boss gerade. Ja, auf Hugo Boss die DW1 S6T. S6T, okay, schreibe ich dazu. Das reicht erstmal. Dankeschön. Jo, das war also auf Hugo Boss gewesen. Und dann wollen wir noch einen Rückblick machen, natürlich auf die vergangenen Empfehlungen. Darf ja nicht fehlen, so jetzt muss ich mir den richtigen Bildschirm hier holen. Was hatten wir? Euro, US-Dollar, Turbo Long war die Story gewesen, die ich vorgestellt hatte. Also ein Turbo-Papier mit der WKN DFN2UX war das gewesen.
Die muss ich immer eben auf der Seite aufrufen. DFN 2UX. Die Story dahinter war letztlich, dass ich gesagt habe, naja, die EZB wird nachlegen. Die FED wird wahrscheinlich ein bisschen zurückrudern und die EZB dann auch einen Straffungskurs ankündigen. Das war die Story, dass wir hier vielleicht eine Stabilisierung, eine Erholung beim Euro-US-Dollar sehen. Gucken wir kurz auf den Kursverlauf von Euro-US-Dollar und das haben wir, ich will eben gucken, das ist Euro-US-Dollar. Man sieht es schon. Ja, Anfang Mai waren wir hier unten gewesen, vom Timing her eigentlich ganz gut. Dann ging es mal ein bisschen nach oben. Jetzt haben wir uns hier wieder eingependelt. Achtet bitte darauf, wer da drin ist. 1,03, 1,06. Dieses Niveau sollte nicht unterschritten werden. Sollte Euro-US-Dollar unter 1,03 6 fallen, bitte, wer da drin ist, diesen Euro-US-Dollar-Turbo-Long auflösen. Der ist im Augenblick, ich gucke nach, ungefähr 4% im Minus. Der von mir empfohlene Turbo hier, diese DFN 2UX. Das ist noch nicht viel, aber bitte auch den Verlust nicht weiter anhäufen lassen. Das kann man wirklich vermeiden, denn sollte Euro-US-Dollar tiefer fallen, dann sind hier auch schnell noch deutlich tiefere Kurse drin und dann ist auch einfach die Story nicht mehr intakt, die ich hier vorgestellt habe. Aber im Augenblick, ja, ich denke mal, mit 4% Minus auch am Devisenmarkt kann man noch leben. Dann hatte ich vorgestellt als zweites Anfang Mai einen Endlos-Turbo-Short auf ASML. Das war die DV8 Q3V gewesen. Ein, wie gesagt, Short-Papier auf die Aktie von ASML. Und da gucken wir mal eben auf den Kursverlauf von ASML. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich mir die hier auch vorgelegt habe, da ist ASML. Also das Ganze vorgestellt am 2. Mai, das war hier gewesen. Seitdem seht ihr, hat sich der übergeordnete Trend fortgesetzt. Das heißt also, die Aktie ist nach unten gerauscht. Da ist genauso dieses Szenario von mir geschrieben aufgegangen. 20% hat die Aktie verloren. Das heißt also, der Short hat entsprechend zugelegt und wir gucken hier mal kurz auf die Seite der DZ Bank, was da draus geworden ist. Ich trage mal eben wieder die WKN ein. Ganzen Folien hier noch den Überblick behalten. DV8 war es gewesen, Q3V. Also wer da drin ist, darf sich im Augenblick über einen Gewinn von rund 80% freuen. Also der Trade ist wunderbar aufgegangen bisher. Hier war es Anfang Mai gewesen, also irgendwo im Bereich von rund 13 Euro, kostet im Augenblick 24,80 Euro. Wunderbar aufgegangen das Ganze. Was macht man jetzt in dieser Situation? Naja, mein Szenario ist, dass wir eher mal eine Gegenbewegung wahrscheinlich sehen. Ich würde hier, wenn ich die Position dann haben würde, ungefähr 50% der Position rausnehmen und den Stopp so in dem Bereich, hier war der Einstieg gewesen, der Einstieg ist aber nicht relevant. Ja, die sollte sich nicht zu stark erholen. Also das ist hier in einer Verkaufsregion gewesen. Also irgendwo im Bereich von 560, 570 für die restliche Position nach wie vor halten. Denn ich gehe davon aus, die Kurse sollten weiter fallen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr noch, wenn es so ein bisschen sich eintrübt. Also mindestens mal 50, vielleicht auch 75% der Position mal rausnehmen und somit die Gewinne sichern. 80% in 2 Monaten ist ja auch nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. So. Genau, ASML, kurze Erholung, wie gesagt, gehe ich mal davon aus, vielleicht bis in den Bereich von rund 525 bis 550 und danach tendenziell weiter runter, unter der Voraussetzung, dass sich die Konjunkturperspektiven weiter eintrüben, mehr dazu dann aber ja im August, würde ich mal sagen, August, September, wenn man dann ein bisschen weiter blicken kann. Trend aber nach wie vor negativ, somit waren wir hier richtig gewesen. So. Das war der Gewinn. Jetzt muss ich mal wieder in die Folien rein switchen. Jetzt haben wir hier Rohstoff und Devisen. Genau, habe ich noch mitgebracht. Auch zu wissen, wichtig zu wissen, meine Güte. Industriemetalle fallen inzwischen schon deutlich. Ja. Deshalb auch die starken Indizes, die ich eben vorgestellt habe mit dem FTSE, also im britischen Leitindex und Bovespa. Schaut euch mal die Minenunternehmen an. Minenunternehmen, die Aktien von Minenunternehmen angehen auch langsam runter. Energie auch. Viele Rohstoffe sind bereits im Bärenmarkt, haben sich also um 20% ausgehend vom Hoch schon nach unten orientiert. Auch das ist ein Signal, zwei Signale. Erstens, Inflationsdruck über die Rohstofffront lässt tendenziell nach. Jetzt müssen nur noch die Energierohstoffe fallen. Davon gehe ich auch noch aus, dass das kommt. Und zweitens, auch hier wird schon eine wirtschaftliche Abkühlung inzwischen verstärkt gespielt bei den Rohstoffen. Ja, ganz interessantes Signal, finde ich. Kupfer wird oft einen Signalcharakter zugegeben. Für die Spezialisten unter euch bitte hier die Chart beachten. Fallender Kupferpreis, steigende Aktienmärkte, durchaus nichts Ungewöhnliches. Also bitte nicht zu sehr jetzt auf
Fazit, hoher Pessimismus in den USA, Bewertung attraktiv, Juli positiver Börsenmonat, Berichtssaison bitte geht in 2 Wochen los, beachten, dann wird es wieder, glaube ich, ein bisschen unruhiger. Bis dahin rechne ich mit steigenden Kursen. Nasdaq 100, ja, auf die Fed achten. Was wir brauchen, sind Signale der amerikanischen Notenbank, dass sie diesen Zinserhöhungspfad nicht umsetzen wird, sondern dass sie auf die Konjunkturdaten achtet. Sollten die sich eintrüben, werden wir zurückrudern. So irgendetwas muss Fed-Chef Powell signalisieren, dann denke ich mal, ist der Boden am Aktienmarkt drin. Ja, DAX haben wir noch diese Gaslieferproblematik, da wissen wir, denke ich mal, in 20 Tagen etwas mehr. Gold, wollte ich auch noch zeigen, 1 Stunde ist viel zu wenig. Wir gehen mal kurz in die Rohstoffe rein, weil es ja wirklich auch viele immer interessiert. Die Unze Gold, ja, ich bin nach wie vor kein Fan davon, ihr wisst es, seht es mir bitte nach. Gold pendelt nach wie vor seitwärts. Kann man über Discount-Optionsscheine Long und Short spielen? Ich würde die Finger davon lassen, das über Turbos zu machen, weil dafür ist kein Trend da. Ja. Pendelt für mich auch weiter nach wie vor seitwärts 1720, 1900, das war's. Gold ist absolut langweilig, also kann man nur über die Zeitachse eigentlich mit Geld verdienen. Ansonsten tut sich da nicht so viel, weil einfach sehr viel dagegen. Also es gibt positive und negative Argumente. Ja, wir haben Anstieg der Realzinsen, Inflationserwartungen kommen runter, aber geopolitische Spannungen stabilisieren das Ganze. Da habe ich nichts von. Ja, also muss man nicht unbedingt spielen. Öl, ja, deutliche Produktionsausfälle zuletzt gehabt in einigen Staaten. Also Libyen und Ecuador waren es, glaube ich, gewesen. Deshalb sind wir hier nochmal nach oben gelaufen. Ich erwarte aber eigentlich auch, dass der Ölpreis langsam wieder runterkommt. Bitte haltet den Ölpreis im Blick, denn der ist ja wichtig für auch die Inflationsrate. Wenn der Ölpreis, wie von einigen Analysten erwartet, auf 130 durchstartet, dann werden die Inflationsraten nicht runterkommen und dann haben wir ein Problem wieder über die Geldpolitik. So hängt alles miteinander zusammen. Aber irgendwann wirkt dieser hohe Ölpreis die Konjunktur ab und verschärft den wirtschaftlichen Abschwung. Also dann erledigt sich die Entwicklung von alleine. Dann könnten wir sowas ähnlich sehen wie 2007. Auch da haben wir ja letztlich gesehen einen heftigen Vermögenstransfer von energieimportierenden Ländern zu energieexportierenden Ländern. Das hat ja dann diese ganze Bewegung nochmal verstärkt. Also Euro-US-Dollar-Produktionsausfälle hatte ich gesagt, das bitte im Augenblick behalten. Ja. Kann man zusammenfassen letztlich, Sentiment und Markttechnik, Extreme im Augenblick deuten und Saisonalität deuten ein kurzfristiges Tief an, geben aber keine Auskunft über den mittel- bis langfristigen Trend. Ne? Hier ist die Geldpolitik entscheidend, die Gewinnentwicklung der Unternehmen und das signalisiert oder beide Faktoren signalisieren im Augenblick noch Gegenwind. Also kurzfristig hoch eher mal, dann aber auch schnell wieder Konsolidierung und wahrscheinlich eher abwärts gerichtet, solange die Geldpolitik unverändert bleibt. Schönen Abend nach Köln. Platin, gut, ich gehe noch kurz auf Platin ein. Ich habe immer wieder Fragen zu Platin bekommen, so viel Zeit soll noch sein. Bin eigentlich ein Platin-Anhänger. Wir sind hier so ein bisschen jetzt runtergefallen. Könnte sich positiv entwickeln aufgrund der starken Wirtschaftsdaten, die wir aus China bekommen haben. Und das ist einer der Hauptnachfrager für Platin. Bitte hier darauf achten, der Bereich 850 Dollar je Unze sollte nicht unterschritten werden. Ansonsten haben wir hier auch das Bounce-Fantasie so ein bisschen hinter uns und dann sehen wir hier keine Erholung. Hat schon ein erstes Schwächesignal geliefert mit Kursen unter 900. Ich gehe im Augenblick noch von der Erholung aus, aber unter 850 würde ich die nicht mehr spielen. So, das war's gewesen. Nächstes Big Picture Webinar am 8. August wieder. Ich bin gespannt, wo dann der DAX steht. Wünsche euch bis dahin erfolgreiche Trades, behaltet die Nerven beziehungsweise macht auch einfach mal Urlaub vielleicht und entspannt so ein bisschen, denn die nächsten 6 Monate werden noch anstrengend genug und Nerven werden wir noch alle brauchen müssen, glaube ich. Jo. Ja, danke dir, Franz-Georg. Mach doch noch mal ganz kurz die Kamera an. Fragen hast du jetzt zahlreich reichlich beantwortet. Also ich glaube, du hast am Ende ordentlich auf die Tube gedrückt und du hast auch gesagt, 1 Stunde ist eindeutig zu kurz, ja, bei dir schon. Und ich habe versucht, mich auch am Anfang kurz und knapp zu halten, aber so ein bisschen die Agenda, das möchte ich schon noch gerne rüberbringen. Also es ist spannend, jedes Mal neue Grafiken, die du aus dem Ärmel herauszauberst. Das ist natürlich echt schwierig. Ja. Die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Es gibt immer Indikatoren, die in die eine richtige Richtung führen. Es gibt immer irgendwelche Argumente. Wir wissen es natürlich nicht. Aber das Ganze fundiert mal von beiden Seiten zu zeigen und nicht irgendwie nur die eine Seite und dann falsch zu liegen, ist ja auch falsch. Und es hat es ja auch bei den beiden Trades gezeigt. Der eine ist aufgegangen, der andere nicht. Es ist eben nicht immer so, dass alle Trades aufgehen. Manchmal hat man ein bisschen mehr Erfolg als beim anderen Mal. Und insofern
Ja, vielen Dank für dein umfangreiches Bild. Nächste Woche bin ich nicht am Start, sondern mein Kollege Falco Block. Und da geht es um das Thema, ich muss gerade mal hier den Bildschirm zur Seite schieben. Da ist der André Stagger, ehemaliger Portfolio Manager, bei uns zu Gast. Und da geht es dann so um die Themen Handelsstrategien und welche sich aktuell auf den Markt anwenden lassen. Und ich glaube, der hat da auch einen gewissen Fundus Erfahrungswerte, auf die er zurückgreifen kann und langjährige Erfahrung. Und ich glaube, das wird auch spannend. Würde mich freuen oder uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid. Wann hattest du gesagt, bist du wieder dabei? Beim nächsten Mal ist es nächsten Monat, im 8. August dann. August. 8. 8. August. August. Also ich freue mich drauf. Die Zeit bis dahin verfliegt ganz geschwind und ja, dann wissen wir wahrscheinlich auch einen Tick mehr bezüglich der Gassituation und der Wartung und wie es da ausgeht. Insofern sind wir durch für heute Abend. Ganz lieben Dank. Zeige jetzt nochmal die finalen Folien. Das ist aber nur der Abspann und wünsche dir einen schönen Abend, euch allen einen schönen Abend. Genießt noch ein bisschen die Sonne da draußen. Ich schiele gerade nach draußen. Und ja, vielleicht ist da noch das eine oder andere Glas Wein drin oder Bier oder. Ich hoffe, auch bei dir ist Schluss gleich. Genau. Ja, wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ja, tschüss zusammen.